Mütter, meine sehr geehrten Gäste, liebe Kellerwald-Freunde, liebe Kellerwald-Freunde, zunächst mal auch ein geht es Herz auf für dich, dass ich in die Runde schaue. Sehr, sehr schön, dass Sie und ihr alle da seid, das Wetter spielt mit. Ich möchte zunächst mal begrüßen alle Ehrengäste, die unter uns sind. Ich begrüße, und es ist mir, lieber Franz, eine besondere Ehre, wenn man da dich so anschaut, da müssen wir auf die Knie gehen. Also es ist sehr beeindruckend. Unser Franz Streit. Der Franz Streit war 18 Jahre zweiter Bürgermeister, oder genauer gesagt Bürgermeister, ist jetzt Bierbotschafter in der Stadt und auch für Oberfranken. Wir werden nachher die Intronisierung mit fortführen. Ich begrüße natürlich ganz, ganz, ganz besonders auch meine Bürgermeisterkollegin Dr. Hannele Brechtl und als Höhepunkt die Hauptdarstellerinnen, unsere Bierköniginnen, die hier, ich glaube, vollständig, komplett, vollzählig angetreten sind. Und neun haben wir schon. Die Melanie, die Melli, ist die neunte. Die hat hier 3 Jahre das Amt ausgeübt. Blöderweise gab es da nur einmal das Annafest. Aber das hast du super gut gemacht. Und Hut ab und Kompliment, die Melli. Und die Melli wird dann auch später mit dem Franz Streit unsere 10. Bierkönigin intronisieren. Wer das ist nach wie vor top secret. Das soll es von mir auch schon mal gewesen sein. Die Spiele mögen beginnen, die Kellerwald-Saison möge starten. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und danke allen vor und hinter die Kulissen und auch dank der neuen Bierkönigin. Dankeschön. Liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Gäste von allen Fern, alle Menschen, die hier auf unserem Kellerwald arbeiten, dass wir anderen ein Vergnügen haben. Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich. Unserer Region geht's gut. Warum geht's unserer Region gut? Weil wir in Pforzheim sind, weil wir 3 Brauereien haben, die sich um uns und unseren Durst kümmern. Und was wir haben ab heute 10 Königinnen. Einen großen Applaus auf die Töchter Pforzheims! Auf meine Bierkönigin! Also ich möchte noch kurz was sagen, und zwar wollte ich mich einfach nur bedanken für die schöne Zeit, für die ganz lieben Menschen, die ich begegnet bin, für die Treuer, für den Kellerwald, für alle, die mich unterstützt haben und immer bei mir waren. Ich habe so viel erlebt und wirklich, das war eine wunderbare Zeit, und ich wünsche der neuen Bierkönigin einfach das Beste, dass sie genauso eine geile Zeit hat wie ich. 10. und neue Bierkönigin von Pforzheim, Luisa. Versteckt. Magst du dich einmal kurz vorstellen, damit die Pforzheimer auch wissen, wer du bist? Ja, gerne. Ich habe so lange darauf gewartet, dass es jetzt endlich offiziell ist und ich mich eben nicht mehr verstecken muss. Ich bin die Luisa Zahnmitzer, ich komme aus Kersbach. Und mich freut so arg, jetzt die Ehre zu haben, die nächsten 2 Jahre unser Pforzheimer Bier zu vertreten und zu repräsentieren. Ja, vielleicht zu mir kurz. Ich mache seit 2021 meine Ausbildung zur Brauerin und Mälzerin. Und ich glaube, dass ich das Bier zu meinem Beruf gemacht habe, sagt schon einiges darüber aus, wie ich zu dem Thema stehe. Und ich glaube, das von dir angesprochene Herzblut ist vorhanden. Auf geht's! Melli weidet eines Amtes.
Schubert! So, Lisa, du bekommst noch die Schärfe um. Und damit können wir sagen, hier ist eure neue Bierkönigin von Forchheim, Luisa. Unterstützung, danke euch! Jawohl! Zu guten Mut versammelt Volke, von diesem Throne mein Geheiß, wie's ich bestimme und auch selbst befolge, zu Brauers Ruhm und Bieres Preis. Die alte Stadt, das ehrbar Handwerk und des Kaisers Pfalz, dann klares Wasser, edlen Hopfen und ein reines Malz. Mein liebes Forchheim, auch immer dir erhalts. So, jetzt kommt ein Duft von unserer Feuerwehrkapelle und dann auch mein Hauptstamm. Zwischen euch. Erzähl mal. Jawohl, Aber das Ding war schon hier irgendwie.